So, nun bin ich endlich wieder zu Hause. Nach vielen, vielen Stunden im Harz unterwegs, jetzt werde ich mich erstmal ausruhen. Es war einer der schönen Tage, die im zeitigen Frühjahr schon wärmende Sonne, die bizarr dahingeworfenen, nun weithin sichtbaren Felsen und die nur vom Rauschen des Windes begleitete Ruhe der wilden Natur des Harzes. All die von der Gesellschaft in unser Leben eingebrachten Zwänge hinter sich lassen, auch die Tradition der Hirschhornsuche ist davon betroffen und wird von Jahr zu Jahr schwieriger. In die Nähe der Ortschaften zwischen Ilsenburg und Wernigerode kommt das Rotwild nicht mehr. Die Wildfütterungen früherer Tage sind inzwischen verfallen. Und die Hirsche haben sich weit in die immer unzugänglicher werdenden Gebirgsregionen zurückgezogen. Futter gibt es dort genauso wenig wie in Ortsnähe. Das kärgliche Gras und die Rinde der im Nationalpark angepflanzten Laubbäume geben nur wenig her. Hirschgeweihe findet man nur noch selten, denn das Rotwild wird immer weniger. Ja, schaut mal, da kommt eine Wetterfront hoch und Schneeschauer sind dabei. Hinten scheint noch die Sonne und hier oben kommt jetzt der Wind rein, ganz langsam. Schaut euch das an, was das für ein wilder Wetterwechsel oben hier ist. Mit den gewaltig starken Geweihstangen aus Polen oder auch Mecklenburg konkurrieren, konnten die Gebirgshirsche im Harz nie. Was ich euch erzählen kann, sind die Geschichten. Geschichten über das Suchen der Abwurfstangen des Rotwildes aus dem Harz. Ja, ich bin jetzt hier in einem ganz dichten Waldstück im Harz und ich sehe da vorne, da liegt eine Stange, aber eine ganz alte. Leute, das ist aber wirklich schade. Guckt euch das an. Ich gehe mal ran. Eine für den Harz große Stange. Abgefressen. Liegt bestimmt schon 2 Jahre. Gehen wir hier rum. Unglaublich.
Leute, ich muss euch sagen, ich gehe jetzt mit dieser Stange und ich gucke da hoch. Da liegt eventuell die andere. Es ist unglaublich. Ich gehe da mal ran. Mein Gott, nein. Was für ein Hirsch. Leute, guckt euch das an. Mal gucken. Mal gucken, ob das die andere ist. Oh, sieht so aus. Gucken wir mal. So, ich habe sie jetzt mal beide zusammengelegt. Guckt mal. In 16 Ender. Wahnsinn. Schade drum. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt mitnehme oder liegen lasse. Ein Foto mache ich. Ja Leute, ich habe die Steine jetzt hier ein bisschen hin und her getragen, aber es hat keinen Zweck. Ihr seht, die sind so abgefressen, dass es sich nicht lohnt, die mitzunehmen. Ich werde die jetzt hier unter die Klippe schmeißen und dann verstecken. Nur ein bisschen Damm noch. So, das reicht. Das war's. Und dann wollen wir weitersuchen. Vielleicht finden wir doch noch was Vernünftiges heute. Tiefen, dichten Gebiet. Da ist eine Sohle. Oh, gucke da, Wildkamera vom Jäger. Hol ich, gehe ich mal ran. Mal ein bisschen seitlich gehen. Sonst sind wir auf dem Bild. Da ist er. Gehen wir weiter zurück oder gehen wir hier durch? Ah, da ist auch die Kanze. Ah, neu gebaut. Ah, ist eine schöne Sohle für Schweine. Rotwild geht auch gerne rein. Ja, ich bin jetzt einmal im Hannikenbruch unterwegs und wollte mal gucken, wie es hier aussieht. Und zwar befindet sich ja hier
der Wildererstein, wo der Waldläufer Wenzel und der Handarbeiter Bötticher aus Dallingerode von wilderer Hand ermordet worden sind. Früher war das alles im tiefen, dichten Forst verborgen, aber heute ist nun alles frei und ich habe ihn tatsächlich gefunden. Wir gehen jetzt mal darauf zu. Vielleicht schaut ihr euch noch mal das Video an von dem Wilderer, was ich damals aufgenommen habe. Und guck mal, hier ist jetzt die Stelle, wo der Mord geschah. Am Ende dieses Videos, da könnt ihr auf das Bild klicken. Da habt ihr dann den Doppelmord im Hanneken. So, da haben wir den Ort des Geschehens. Leute, das war's für heute. Wunderschöner Tag gewesen, Wetter ohne Ende. Der schöne Fund, der leider im Wald geblieben ist, aber ansonsten ist alles in bester Ordnung. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Tschüss zusammen. Dann werde ich mich jetzt da runter begeben und dann geht's nach Hause.